RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt. Moin, sag ich ja. Ah, Lenny aus Berlin hier. echt mal, Lenny, du bist eine Frucht irgendwie. Warum sagst du denn immer Lenny aus Berlin hier, wenn ich telefoniere? Warum sagst du immer Monsage hier, wenn ich mit dir tele? Jude, Frage mal besser, aber was hast du denn eigentlich auf dem Herzen? Na du Nuss, heute geht der Flug nach Südafrika, Alter. Bist du fertig? Hast du gepackt? Naja, wir haben es doch erst 2 Uhr morgens, Alter. Und unser Flug geht erst gegen 10. Das ist mir mal totalstens egal, mein Bester. Bist jetzt fertig. Ich bin in 30 Minuten bei dir und dann geht's auf zum Flughafen. Werner und Howie sind auch schon da. Hab die vorhin um 1 angerufen. Die sollen los. Ich hab ja nichts, beziehungsweise ja nichts eingekauft. Kein Essen und so, kein ja nichts. Ach, da ist kein Grund und schon gar kein Hindernis. Wir kaufen am Flughafen schnell noch ein. Naja, wenn du meinst, dann bist du so ungefähr bei mir. Naja, wie soll ich sagen? Ich stehe schon vor deiner Tür, mein Bester. Wir können also los. Oh, du bist eine Nuss. Hättest doch was gesagt, Mensch. Ich klicke auf und lass dich rein, okay? Ich komm ja schon. Mann, Lenny, du bist ja total durch den Wind. Wind? Nee, ist nicht. Absolut nicht. Nicht. Nicht mal eine Wehe oder ein Lüftchen, gar nichts. Ich glaub ab und an, wir beide leben in 2 unterschiedlichen Welten. Kann sein. Ich meine, wenn man die Uhrzeit nimmt, bei mir ist es gerade erst gegen 2 Uhr in der Früh und bei dir ist es ja schon so kurz vor 9 am Morgen, ne? Das nennt man Jetlag, Alter. Okay. Ich pack noch schnell meinen Rucksack. Also, was brauchen wir denn eigentlich in Afrika so? Auf jeden Fall Sonnencreme? Sehr wichtig. Sonnencreme-Check. Okay, ist drin. Und was brauchen wir noch so, Lenny? Hättest du da eine Idee? Bier, Cola, Schokolade, Chips und was zu essen und so. Okay, Cola, naja, zum Mixen. Aber was ist denn mit Schokolade in Afrika? Das Zeug schmilzt ja doch in der Tasche. Naja, die Kids da werden verrückt sein nach Schokolade. Ich meine, die kennen sowas sicher nicht. Und selbst wenn, gibt's das da sicher nicht jeden Tag. Außerdem ist Schokolade gut für den Blutdruck. Und das Problem mit den Schmilzen auch. Da kann dir geholfen werden. Es gibt Schokolade in der Tube. Hier, so wie die hier. Guck mal. Hey, geil. Die hat ja fast genau dieselbe Farbe wie meine Sonnencreme. Krass. Aber cooler Film. Aber wo soll ich sowas nur noch um die Uhrzeit kaufen, beziehungsweise schon kaufen? Tja, Moat, wenn du mich nicht hättest, würdest du ab und an deinen Kopf vergessen. Und weil das so ist, habe ich dir eine Flasche mit Flüssigschokolade mitgebracht. Geile Sache, Alter. Gut, dass ich dich habe. Boah, irgendwie freue ich mich ja schon total auf die ganzen Fußballstars auf der Welt. Hey, das wird ein total cooler Event. Ich gehe mal schnell ins Schlafzimmer und hol mir noch ein paar Klamotten. Ja, das wird sicher sehr geil. Ich freue mich jetzt schon auf den Ballack. Schallackplatte? Ist das nicht diese komische Schallplatte von damals? Mensch, nein, Ballack, nicht Schallack, Alter. Du weißt doch, der Typ aus Sachsen, der so klasse Fußball spielt, Michael. Schumacher? Echt? Der spielt auch Fußball? Boah, ich dachte, der fährt nur Go-Kart und Formel-1-Autos. Aber schon geil, dass er auch mitspielt. Ach Quatsch, Alter, sag mal, Mann, Alter, der Michael Ballack, der Fußballer, Mann, wo bist du nur wieder mit deinem Kopf? Mit meinem Kopf? In deinem Kleiderschrank, Alter. Ich suche noch 3 Hosen raus, aber ich wundere mich, dass die Michelle auch mit Fußball spielt. Ich meine, ich dachte, die Frauenfußball-WM ist immer ein Jahr später. Aber dass die Michelle Fußball mitzockt, ist schon echt geil. Ach, weißt du was? Ich warte erstmal, bis du wieder aus deinem Schrank rausgekrochen kommst. Weil so bringt das ja nichts, dir was zu erzählen. Du erzählst mit Twix, Alter, hey? Ist ja echt nicht böse gemeint, Lenny. Aber warst du deswegen schon mal beim Arzt? Ich meine, naja, wie soll ich denn das sagen? Ich würde mir schon Sorgen machen, wenn ich mit einem Schokoladenriegel erzählen würde. Nee, der Mord. Das ist ein Honk. Tauber als eine Taube. Naja. So, da bin ich wieder. Wir können los, Alter. Alles im Gepäck, auch die gute Laune ist mit bei. Auf geht's. Die wirst du auch brauchen bei Howard & Co. Die wirst du echt brauchen. Berlin.